Rund um den Brustring. Der Podcast. Rund um den VfB Stuttgart. Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildebrand. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 220 unseres Podcasts. Und nachdem ich euch letzte Woche mit der Champions League-Hymne gequält habe, mache ich das heute nicht nochmal, keine Sorge. Sondern ich rede mit dem Yannick, den ich hiermit sehr herzlich begrüße. Hallo Yannick. Servus Lennart, hi. Über das 1-0 des VfB am 33. Bundesligaspieltag, den 22. Saisonsieg. Das ist absoluter Wahnsinn, Yannick. Oder der nächste Rekord ist gefallen. Unfassbar, ja. Also eine wirklich unglaubliche Saison im positiven Sinne. Ja, ich muss mich manchmal tatsächlich kneifen. Ja. Und das hört nicht auf. Denn auch wenn die Bayern gewonnen haben, dann am Sonntag gegen Wolfsburg, was mich überhaupt nicht überrascht hat, hat der VfB weiterhin Chancen auf die Vizemeisterschaft am letzten Spieltag. Also es geht noch um was am Samstag gegen Mönchengladbach. Und auch darüber werden wir reden, was an diesem letzten Spieltag so alles geht. Wir haben leider auch schon wieder keinen Gästegast. Wir haben jetzt, glaube ich, die letzten 4-5 Folgen ohne gegnerischen Fan sozusagen bestritten. Das liegt daran, dass ich immer zu spät nachfrage, glaube ich, und dann die Leute alle schon keine Zeit mehr haben oder keine Lust, weil sie schon mal wieder gegen den VfB verloren haben mit ihrer Mannschaft. Ich hoffe aber, dass wir zumindest zum Saisonabschluss der nächsten Woche noch einen Gladbach-Fan hier in die Aufnahme reinkriegen. Janik, ich würde sagen, wir starten mal direkt mit den aktuellen Themen und es geht auf das Saisonende zu und noch sind überschaubare aktuelle Themen. Vielleicht fangen wir mal mit dem offensichtlichsten an. Chris Führich auf der Brötchentüte. Maxi Mittelstädt wird vom, das ist mir der Name schon wieder entfallen, angekündigt. Peter Schilling, genau. Und Dennis Undorf, man weiß es nicht so genau von der Ostfriesen-Zeitung, oder vielleicht war es auch nur ein Witz. Ich glaube, das ist ein Witz, oder? Die Ostfriesen-Zeitung, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ja dann auch jetzt nicht irgendwo, also über der VfB hat ja dann auch das offiziell gemeldet, wenn Spieler nominiert worden sind. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das noch nicht offiziell war. Das Ganze. Aber ich glaube, es besteht wenig Zweifel daran, dass der beste deutsche Bundesliga-Stürmer mit 18 Saisontoren mit zur Europameisterschaft fährt, nachdem er ja schon bei den Länderspielen im Frühjahr nominiert war. Und wie findest du eigentlich diese Art und Weise, den Nationalmannschaftskader quasi selber zu leaken seitens des DFB? Ja, es ist interessant, spannend. Ich finde es aus marketingtechnischer Sicht und wenn man jetzt auch so, sage ich mal, Social Media affin unterwegs ist, finde ich es eigentlich eine coole, kreative Idee. Also das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn man den Hintergrund sich ja auch mal anschaut, damit soll ja auch einfach so ein bisschen ein Spannungsbogen aufgebaut werden. Und ich finde das eigentlich ganz cool, weil es ja gut, jetzt mal von Frauke Ludowig bei Exklusiv abgesehen, wenn das dann so Influencer sind, die zum Beispiel der Herr mit seinem Pflegedienst, der ja wirklich auch guten Content verbreitet, ich glaube Hamid heißt der, aus Hamburg, mit seiner Oma, die er da betreut. Das finde ich eigentlich dann ganz, ganz cool, weil das macht dann auch noch gleichzeitig aufmerksam auf solche Punkte und solchen Content. Also von daher, ich finde es eigentlich eine erfrischende Idee, um es mal kurz auszudrücken. Also eigentlich ganz witzig. Ja, das finde ich auch. Ich mache mir bekanntlich nicht so wahnsinnig viel aus der Nationalmannschaft, aber das finde ich mal, das ist eine nette Idee. Du nimmst die Leute mit, du hast auch nicht diesen Druck, ja. Das ist auf gar keinen Fall vor dem Donnerstag, wenn es jetzt, glaube ich, die ganze Liste veröffentlicht werden soll, dass es davor rauskommt, weil es kommt sowieso raus, sobald die Spieler angerufen werden, bekommt das irgendein Familienmitglied oder Berater mit. Und dann, mach's doch lieber so. Also. Man muss ja aber trotzdem sagen, also die üblichen Verdächtigen, Pletti, Dennis Bayer, wie sie alle heißen, die haben es ja auch schon rausgehauen. Also ich denke, wir werden wahrscheinlich dann doch 4 VfB-Spieler, wenn man denen Glauben schenken darf, dann auch bei der Nationalmannschaft sehen. Ja, das ist aber auch das, was ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Also bei Stiller, der spielt auch eine überragende Saison, hat aber jetzt auch noch keine Nominierung.
Ja. Das ist dann halt, ich meine, er kann natürlich noch Leute auch noch rausschmeißen, klar, aber und Benübel, ja gut, das ist halt in Deutschland immer schwierig. Ja, also, das ist halt die Position, wo du gar keine Probleme hast. Also da können wir aus dem Vollen schöpfen. Wobei, wenn ich mit Neuer gegen uns angucke, weiß ich nicht. Ja, aber er ist immer noch, egal ob man ihn jetzt mag als Person oder nicht, aber ja, von einer der Besten der Welt. Keine Frage. Das stimmt, das stimmt. Also wir harren der Dinge, die da kommen. Wir werden es nächste Woche ganz genau wissen. Und dann geht ja auch schon bald die Europameisterschaft los. Es gibt noch zwei andere Personalthemen, über die ich gerne sprechen würde. Das eine ist Leonidas Stergiou und das andere ist Jamie Leving, der VfB zieht angeblich, also es gilt ja schon als ziemlich gesichert, wie ich das so gelesen habe, zieht bei beiden die Kaufoptionen, Stergiou, glaube ich, für 2 Millionen oder so ungefähr und Leving 5 Millionen. Kannst du es nachvollziehen? Also wenn es so kommt, wir reden ja so definitiv kann ich das nachvollziehen. Ja. Ich feiere das auch ehrlicherweise, weil beide für mich so, wenn man die letzten Monate anguckt, die Senkrechtstarter eigentlich sind, haben ein bisschen gebraucht, um sich in dieses starke Kollektiv auch reinzufinden. Sind aber beides junge Spieler, die auch ein gewisses Potenzial in sich haben und jetzt auch schon so den nächsten Entwicklungsschritt gegangen sind. Und bei Stergiou kommt es vielleicht auch noch zu einer EM-Teilnahme. Also da hat sich ja Murat Yakin, der Schweizer Nationaltrainer, dann auch dazu geäußert. Ja. Mhm. Also sind beide Spieler, denen ich auf jeden Fall auch zutraue, nochmal, ja, ähnlich wie es vielleicht auch ein Chris Führich jetzt gezeigt hat, da beim VfB den nächsten Schritt zu gehen. Die fühlen sich auch beide, glaube ich, richtig wohl und gerade auch Stergiou, der macht das wirklich richtig, richtig gut auf dieser Position, auf dieser sehr schwierigen Position auch. Und Leveling, der hat sich da einfach auch reingebissen mit Ehrgeiz, mit Leidenschaft. Und wenn man überlegt, zwei solche Perspektivspieler mit solchen Anlagen für im Package dann rund 7 Millionen, also da machst du, glaube ich, nichts falsch. Ja, eben, weil du halt hast halt im Zweifelsfall auch noch den Wiederverkaufswert. Richtig, also, genau. So durfte sich das bei Menschen anhört, aber du hast natürlich, also selbst wenn du jetzt Le 5 in Leveling ausgibst, man sieht jetzt das Potenzial, dass er in Berlin dann aus warum auch immer nicht abrufen konnte. Aber er ruft es immer mehr bei uns ab und er wird immer besser. Und ja, genau, er hat halt auch noch ein bisschen Platz nach oben, sag ich mal, ein bisschen Entwicklungspotenzial. Und also ich kann es auch gut nachvollziehen, wenn es so kommt. Wir werden so die Kaderbreite brauchen für die Champions League. Das Geld haben wir durch die Champions League und durch die Mehreinnahmen auch. Dazu hast du dann noch die drei Jungs, die auch noch kommen, die ja dann auch noch in der Breite den Kader verstärken mit Woltemade, mit Diehl und mit Keitel. Und das passt ja dann auch ein bisschen so mit Stergiou und Leveling. Das sind auch junge Spieler, die den nächsten Schritt gehen wollen, die auch schon ihr Potenzial und gezeigt haben und ihre Leistungsfähigkeit in der Bundesliga auch mitzuhalten. Also von daher, ich glaube, da erwartet uns wirklich ein sehr interessanter Kader nächste Saison. Also mit einer der interessantesten, das liest man auch in sämtlichen Gazetten. Also beim VfB wird, glaube ich, ganz genau hingeguckt. Ja, naja. Ja, und wenn man dann noch sieht, wie sich Dennis Undav zum Verein quasi bekennt, also ich weiß nicht, wie man das sonst nennt, das war ja quasi eine Liebeserklärung, die er da erst nach dem Spiel abgegeben hat. Ich liebe die Fans und ich hoffe, die Fans lieben mich auch. Und er hat es, glaube ich, relativ deutlich sowohl bei Brighton als auch beim VfB hinterlegt, dass er gerne hier bleiben möchte. Ob er das dafür auch bereit ist, etwas weniger als 5 Millionen Euro pro Jahr einzustreichen. Also bin ich mal gespannt. Da beginnen ja jetzt auch die Verhandlungen, hat Sky gemeldet. Also, ja. Aber ich denke, man wird sich da schon einigen können. Ja, ich hoffe es zumindest. Ja, und ich denke auch nicht, dass es da bei 5 Millionen am Ende rauskommt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die Einstiegsforderung vom Berater gewesen sein. Und dann schauen wir mal weiter. Also, schauen wir mal. Genau, man kann ja auch in diesem Geschäft Bonuszahlungen, Prämien etc., damit kann man das ja dann auch so ein bisschen steuern bei entsprechenden Erfolgen. Und ja, wenn der Dennis zuhört, also ich kann ihm sagen, so aus meinem Umfeld, viele Fans lieben dich, Dennis. Also da kannst du dir sicher sein. Du bist wirklich einer der neuen Publikumslieblinge, kann man sagen. Ja, und es gibt ja eben diesen Spruch, alle kennt, never fall in love with a lone player. Aber er macht es halt schon sehr schwer, das nicht zu tun.
Definitiv, definitiv. Der Lukas Podolski von Stuttgart irgendwie. Ja, Poldi war mir nie so sympathisch, aber gut, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab. Ja. Wir haben noch drei, wir haben letzte Woche schon diese Random-Ex-Spieler-News eingeführt quasi mit dem Liga-Pokalsieg von Santi Ascacíba in Argentinien. Und jetzt gibt es drei weitere Ex-Spieler, die Schlagzeilen gemacht haben. Simon Terodde beendet seine Karriere auf Schalke. Nach dieser Saison. Anastasios Donis, die Mittelalten, werde ich fast gesagt, kennen unter uns, kennen ihn noch. A. Donis. Bei Bayern. Ja, genau. Ist zyprischer Meister geworden mit Apoel Nicosia. Und ganz frisch ist Michael Wimmer ist bei der Austria entlassen worden. Die haben ja, glaube ich, die Meisterrunde verpasst in Österreich und haben jetzt nochmal verloren in der Abstiegsrunde. Und ja, das ist leider wieder für ihn Geschichte. Die Einstellung bei Austria Wien. Aber das nur so als Infoblock. Gut, dann würde ich sagen, reden wir gleich über das Spiel. Zunächst noch unser kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne über Patreon tun, mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Als Erstunterstützer sozusagen, also wenn ihr einsteigt, dann kriegt ihr ein kleines Starterpaket vom Erik zugeschickt. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung. Wie zum Beispiel der Daniel, der uns auf dem Karl-Algo-Level mit mindestens $10 im Monat unterstützt. Der wird in jeder Folge genannt, genauso wie Marc und der unterstrich Zylinder auf dem Timo Hildebrand-Level mit $5 im Monat und stellvertretend für alle $2 Unterstützer, nennen wir diesmal den Daniel. Das ist nämlich das Kakao-Level. Bei PayPal könnt ihr uns unterstützen, wie und wann und wie häufig ihr wollt und uns helfen natürlich schon kleine Spenden, damit wir hier den Podcast am Laufen halten können und uns gegebenenfalls neues Equipment anschaffen können. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. So, dann steigen wir ein in den 22. Saisonsieg. 1:0 gewann der VfB am Ende beim FC Augsburg. Und ich habe schon damit gerechnet, dass wir gewinnen. Dass es so ein knappes Spiel wird. Und trotzdem so eindeutig hätte ich nicht damit gerechnet. Ich hätte gedacht, so entweder wird's noch schwieriger oder wir hauen die richtig weg. Wobei wir hauen richtig weghauen aus Augsburg. Kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Was hast du für ein Gefühl vor dem Spiel? Ja, vor dem Spiel ging es mir da ähnlich wie dir, zumal es ja auch noch bei den Augsburgern so ein bisschen um was ging, nämlich um diese Chance noch an diese Europacup-Plätze ranzukommen. Ja. Dann natürlich dann auch vorzulegen aus ihrer Sicht im eigenen Stadion. Und ja, Augsburg ist eigentlich immer, auch in der, wenn man so die jüngere Vergangenheit anguckt, klar, nehmen wir jetzt mal das Hinspiel raus, aber war es immer ein unangenehmer Gegner. Also du weißt, was dich da erwartet. Sehr rustikaler Fußball, meistens dann auch mit einer Dreier- oder Fünferkette. Und ja, die gehen dann schon auch dahin, wo es weh tut, ohne ihnen jetzt irgendwie unfaires Spiel unterstellen zu wollen. Aber sie sind eben eine Mannschaft, die dann eher diesen rustikalen Ball spielt, was ja auch vollkommen legitim ist. Und dementsprechend hatte ich da schon auch so ein bisschen Bedenken, ja, wie werden die sich jetzt da präsentieren, wie hält der VfB dagegen, war aber auch überzeugt davon, dass wenn die Mannschaft ihr Potenzial abrufen kann, dass es dann auch 3 Punkte geben wird. Ja, also da mittlerweile hast du da ja dann einfach auch dieses Selbstverständnis, ohne da jetzt zu arrogant klingen zu wollen, aber ja, du weißt einfach, was die Mannschaft kann, zu was sie imstande ist und es stimmt einfach in so vielen Belangen und wenn man sich dann das Spiel gleich anschaut, merkt man das ja dann auch. Da gibt es ja ganz viele Beispiele dann auch dafür. Ja, eben ja, also hatten wir es aber letzte Woche auch besprochen, dass wenn der VfB sein Potenzial abruft, dann wird kein Selbstläufer zwar, wie ich kein Spiel in der Saison du vorher als Selbstläufer bezeichnen kannst, aber dann kannst du auf jeden Fall in Augsburg gewinnen. Und so kam es ja auch am Ende. Bei der Aufstellung war ganz interessant, Atakan Karasor saß auf der Bank, hatte zum einen die 9. Gelbe mittlerweile kassiert und wäre sonst, wenn er hier sich noch eine geholt hätte, am kommenden Samstag dann gegen Gladbach gesperrt. Und es war noch zu lesen, dass da Sebastian Hoeneß einen etwas passsicheren Spieler da in der Zentrale haben wollte, dann mit Mio und Stiller. Kannst du das nachvollziehen, dass man Karasor auf der Bank lässt?
Ja, das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Jetzt nicht nur wegen der 9. gelben Karte. Er ist ja auch einer dieser Dauerläufer beim VfB in dieser Saison. Und du willst ihm ja dann auch vielleicht ein Stück weit so eine kleine Pause gönnen. Wobei ich glaube, so wie man ihn kennt, dass ihm das dann schon auch schwerfällt, weil er ja doch auch so ein Antreiber ist. Mhm. Aber das ist dann eben auch dieser Vorteil an diesem wirklich tollen Kader, den der VfB hat. Du kannst dann eben einen Mio bringen, kannst damit dann noch mehr spielerische Qualität reinwerfen. Ich hätte vielleicht gedacht, okay, vielleicht kriegt Dahoud noch mal eine Chance, aber da sich das ja dann eh auch erübrigt hat bei ihm so ein bisschen, also es wird da ja keine Fortsetzung geben beim VfB. Hatten wir ja auch schon hier drüber gesprochen. Von daher, Mio macht es ja auch gut. Kann die Position auch wunderbar spielen, halt ein bisschen auf eine andere Art und Weise, klar, mit ein bisschen mehr Dynamik, mit ein bisschen mehr Finesse vielleicht auch, aber das sind ja dann auch zwei unterschiedliche Spielertypen und du hast dann eben mit Stiller auch so einen Ruhepol daneben, der dann das Spiel auch lenkt, in bester Toni Großmanier, sage ich ja immer, ja. Weil das einfach so ein bisschen mich auch an ihn erinnert, dieser Spielstil. Und ja, Mio, habe ich ja auch schon oft gesagt, toller Spieler, technisch sehr beschlagen, sehr versiert, sehr spielintelligent auch, von daher bin ich da auf der Position oder auf oder aufgrund dieser Änderung jetzt nicht irgendwie mit einem schlechteren Gefühl oder ja, eigentlich mit einem genauso guten Gefühl ins Spiel gegangen. Ja, ne, ich auf jeden Fall auch. Ich habe nur mal kurz geguckt, Duka Raimund saß auf der Bank, der VfB hat aber auch insgesamt nur viermal gewechselt. Und wenn ich mir nochmal jetzt die Aufstellung angucke, es ist halt schon krass, du hast halt mit Gerassi, Führich, Undav, Mio, Mittelstädt, Ito, Anton, Stergiu schon relativ viele potenzielle Nationalspieler, jetzt nicht unbedingt bei der Europameisterschaft im Fall von Ito, aber teilweise sind sie schon etablierte Nationalspieler in ihrem Land, teilweise werden sie es vielleicht bald oder werden auf jeden Fall bei der Europameisterschaft dabei sein. Die einzigen, die da sozusagen rausfallen, sind Leveling, Stiller und Nübel, ja, also das ist schon auch nicht ganz schlecht. Gut, wir steigen mal ins Spiel ein. VfB startete relativ aktiv, Leveling mit einer ersten Chance nach 2 Minuten, aber was mir aufgefallen ist, die Augsburger ließen sich nicht so herspielen und hatten nicht vor, sich so herspielen zu lassen wie im Hinspiel. Das wird schon deutlich, oder, dass die wesentlich stabiler standen als noch im Dezember damals. Ja, definitiv. Das hast du schon gesehen, dass sie auch in den ersten Minuten so ein bisschen ihren Fokus darauf gelegt haben, stabil zu stehen, einfach auch zu gucken, dass die Räume eng gehalten werden, so eben dann auch den VfB ein bisschen zu ärgern, auch ja, dieses typische Augsburg-Ding dann auch mal ein bisschen ja härter in Anführungsstrichen mal in den Zweikampf zu gehen, vielleicht auch mal ein Zeichen zu setzen. Wie gesagt, es ging ja dann auch noch mal um was. Es war ja, ist ja jetzt nicht so, ich glaube, sie haben immer noch eine theoretische Chance, irgendwie da was zu erreichen. Ich habe es mir jetzt tatsächlich nicht mehr genau mittlerweile angeguckt. Mittlerweile nicht mehr, nee. Mittlerweile nee, haben nee, die, nicht mehr. Okay. Also die könnten noch auf Platz 9 springen, doch, wobei, die könnten noch auf Platz 8 springen und wenn Dortmund, ist das nicht so, dass wir noch dass Platz 8 noch Europapokal ist, wenn Dortmund jetzt genau. Definitiv, also bleiben ja auch definitiv Fünfter. Und wenn sie jetzt die Champions League gewinnen, dann wäre der 8. noch im Europapokal, oder? Genau. Ich glaube ja, dann müsste es so sein. Aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt nochmal in den Freitag zurückgucken, da war ja die Chance dann tatsächlich noch da, wirklich dann auch nochmal da ein Statement zu setzen. Und wenn du eben dieses Freitagabendspiel hast, hast du ja dann auch in dem Sinne so ein bisschen den Vorteil eben vorzulegen. Und ja, das, wie gesagt, sie haben dann schon auch ihren Fokus so ein bisschen auf die Defensive gelegt. War so mein Eindruck, die Räume schön eng gehalten und eben versucht dadurch den VfB so ein bisschen aus der Balance zu bringen. Ja, und wir hatten ja dann trotzdem unsere Chance, also Führich nach dem Konter in der 13. Minute, der am langen Pfosten vorbeigeht. Undav nach dem Doppelpass mit Gerassi dann in der 30. Minute. Also der VfB kam schon so zu seinen Chancen, aber also ich finde, das wurde auch schon so deutlich, das wird einen etwas härteren Nuss zu knacken. Und Augsburg hatte zwar nicht wahnsinnig viele Chancen, aber dann dieser Freistoß von Vargas nach 25 Minuten, der meiner Meinung nach in der Entstehung nicht unbedingt ein Freistoß war, aber egal. Das war schon auch, also das war nicht ganz ungefährlich, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Zumal das halt eben eine der wenigen Schwächen auch beim VfB so ein bisschen ist in dieser Saison, die Standardverteidigung. Und Vargas ist jetzt auch einer, der durchaus gefährliche Standards dann auch schlagen kann. Und das ist immer ein Mittel, um dann eben auch gegen spielerisch stärkere Mannschaften zu bestehen.
Ja. Es kam dann ja auch der verletzungsbedingte Wechsel bei Augsburg in der 32. Minute an Meier für Ruben Vargas. Und was mir dann irgendwann so aufgefallen ist, so 35 Minuten, da hast du diese Doppelchance von Leveling und Undav. Also erst Leveling über links aus dem spitzen Winkel, wo Kubek noch drankommt und dann schießt Undav nach und schießt den Ball aufs Tor. Selbst als der VfB da irgendwie die Chancen vergab, war mir irgendwie klar, okay, wir gewinnen das heute. Also ich war, das habe ich auch im Blog ja geschrieben, ich war lange nicht mehr so entspannt bei einem Auswärtsspiel, weil ich mir einfach sicher war, okay, irgendwie werden wir das Ding gewinnen. Wir haben hier unsere Chancen und das geht heute nicht schief. Ich weiß nicht, warst du im Stadion selber? Nee, ich glaube nicht. Ich war im Stadion, doch, tatsächlich. Auch, ich habe noch auf den letzten Drücker habe ich tatsächlich noch eine Karte ergattern können. Und ja, das, mir ging es ähnlich. Das ist eben dann wirklich auch das, was ich vorhin gesagt hatte, dieses Selbstverständnis. Du weißt, okay, die Mannschaft ist dann im Flow drin, auch wenn vielleicht die Chancen nicht perfekt vollendet werden, beziehungsweise auch nicht gut genutzt werden in der Situation. Du weißt, okay, die Jungs lassen nicht nach, sie machen weiter, sie sind fokussiert, sie lassen sich nicht beirren und ziehen einfach ihr Ding durch. Und das ist ja, diese Souveränität ist auch eine der ganz, ganz großen Stärken und Gründe für den Erfolg letztendlich. Ja, und das ist halt auch, also man fühlt sich dann auch als Fan im Block wesentlich entspannter. Bei mir ging es echt so, wir springen ja auch ein bisschen durch diese erste Halbzeit, weil halt wirklich nicht so wahnsinnig viel passierte. Aber ich habe es dann zwischendurch einfach genossen, die Mannschaft nochmal spielen zu sehen, weil das haben wir jetzt auch nur noch eine Chance. Und ja, und ich wusste, dieses Tor wird irgendwann kommen, so wie wir spielen. Dann hatten die Augsburger nochmal eine Chance in der 43. Minute. Der Schuss von Udo Kai wird abgefälscht von Antons Rücken. Und dann kriegt Augsburg noch eine Ecke. Aber Jakic kommt da nicht richtig an die Ecke ran. Also, ja, also ich hatte auch bei Augsburg nicht Gefühl, dass nicht wirklich, nie wirklich das Gefühl, dass wir hier in Rückstand geraten könnten. Also, klar, der VfB muss da schon ein bisschen aufpassen. Aber insgesamt muss ich sagen, die erste Hälfte war entspannt irgendwie. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Also es war, normalerweise bin ich gerade auswärts dann noch besonders angespannt, weil wir traditionell ja auswärts nicht unbedingt die stärksten sind. Aber ich meine, das war jetzt auch schon der 10. Auswärtssieg in der Saison. Also ich war zur Pause völlig entspannt. Wie ging es dir? Ja, also auch. Klar, denkst du dir, okay, jetzt wird's mal Zeit, dass sie vielleicht mal eine Chance nutzen und dann einfach auch ein bisschen so diesen Knoten zum Platzen bringen, weil klar ist natürlich auch, je länger es 0-0 steht, Stichwort Standards etc., ein Konter, weil dann, das war so mein Eindruck, der VfB von Minute zu Minute dann auch höher gestanden ist und hinten dann durchaus auch Lücken waren, die, wenn Augsburg es richtig bespielt hätte, auch hätten genutzt werden können. Ja, aber ansonsten, ja, ich habe dann auch so ein bisschen, habe mir dann ein Bierchen geholt und das war dann auch okay. Also, wie du schon auch gesagt hast, ist sehr, sehr entspannt mal wieder beim VfB. Das ist schön und gerade auswärts, wo wir echt immer auch unsere Probleme hatten, macht es gerade echt auch wieder Spaß, wenn es so entspannt ist. Ein Bierchen hat sich dann Dennis Undav auch geholt, nach dem 1-0 durch Kerasin in der 48. Minute. Kurze Zwischenfrage dazu, wie fandst du das Bier? Also ich fand's okay, muss ich sagen. Fand ich auch. Also hab schon schlimmeres Bier getrunken. Man weiß auch, wenn man sich ein bisschen mit Bier beschäftigt, dass auch in der Gegend rund um Augsburg eigentlich auch gutes Bier gebraut wird. Also von daher, war okay. Props an den FCA. Ist ein gutes Bier. Ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ich fand auf jeden Fall, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es so sinnvoll ist, so einen Bierbecher leer zu trinken, der dann aus dem Block Richtung Feld geschmissen wird. Keine Ahnung. Das Gesicht sprach auf jeden Fall Bände von Dennis und Becherwürfe im Allgemeinen eher nicht so geil. Ich musste da leidvolle Erfahrungen in dieser Saison machen im Gästeblock in Sinsheim und deswegen. Das ist wirklich ein Ding, was nicht sein muss. Ja. Mir hat es auf jeden Fall geschmeckt. Und was mir auch geschmeckt hat, war die 1-0 Führung durch Guirassy. Mio kurz hinter der Mittellinie mit einem Mörderball in den Lauf von Guirassy. Und der macht dann in Torjägermanier rein. Und irgendwie war das so,
Der VfB hat einmal gezuckt und es stand 1-0 und damit war das Spiel eigentlich durch. Und was mir vor allem gut gefallen hat, ist, dass der VfB schon wieder direkt nach der Pause getroffen hat, was ja ganz lange unsere auch so eine Schwachstelle war, dass wir nach der Pause erstmal noch ein Nickerchen gemacht haben auf dem Feld und dann häufig in der Phase das Gegentor kassiert haben. Wie fandst du das Tor? Genial, also wunderbarer langer Ball von Mio, den kannst du eigentlich besser nicht schlagen. Und die Ballannahme von Guirassy auch extra klasse, wenn man das sich mal in der Zeitlupe anguckt, wie er den da runter pflückt. Ja. Das sieht ein bisschen unorthodox aus, aber das ist richtig. Das ist eigentlich die hohe Kunst, muss man sagen. Wenn man das mal so genau seziert und betrachtet, daran siehst du einfach, was für eine Klasse Serhou Guirassy hat. Also das ist wirklich... Und wie er dann abschließt, schnell den Abschluss dann auch sucht und der auch den Gegenspieler abschüttelt, das ist richtig stark. Also mit einer Drehung, und das ist eben auch so eine große Stärke von ihm, diese Körperlichkeit, wie er seinen Körper dann im 16er einsetzt gegen gegnerische Abwehrspieler, das kannst du dann auch gar nicht mehr verteidigen aus Augsburgs Sicht, weil einfach alles so perfekt choreografiert ist in dieser Szene. Also wieder mal ein wunderbares Tor, also wie so viele in dieser Saison, aber das ist tatsächlich so in meiner persönlichen Rangliste ziemlich weit oben. Also ja, richtig gut gemacht, weil es einfach wirklich, ja, du lässt dem Gegner in dieser Szene eigentlich gar keine Chance. Also da kannst du dann auch, wenn du Augsburg-Trainer bist, deinen Jungs halt auch nicht viel vorwerfen eigentlich. Wie willst du es verteidigen? Die einzige Möglichkeit ist, dass der Innenverteidiger da irgendwie noch seinen Körper reinstellt. Dann geht er aber das Risiko ein, dass er vielleicht einen Elfmeter verursacht. Und dem Torwart kannst du erst recht keinen Vorwurf machen. Der kann vielleicht ein bisschen früher rauskommen. Aber ja, das ist wunderbar. Also aus VfB-Sicht perfekt gespielt. Besser geht's nicht. Es war einfach sehr, sehr gut gespielt und es hat halt so ein bisschen an diesen geilen Ball von Stiller auf Führig. In der Hinrunde war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel. Oder dieser, ja, also ganz oben dabei bei den großartigen Torvorlagen in dieser Saison. Anton gegen Freiburg war es, glaube ich, mit dem Ball, den er da durchschickt durch die Gasse. Ja, also das ist Wahnsinn. Und das war halt genau das, was ich meinte. Also du kannst ihn beim Spielen zugucken, dieses Spiel. Und irgendwann raffen sich mal auf sozusagen und irgendwann kommt der eine Geistesblitz und der reicht halt für dieses Spiel. Und am Ende spielt es dann sogar zu 0, Guirassy mit seinem 26. Saisontor. Und was mir auch gefällt beim VfB ist, die lassen nicht nach. Führich hatte in der 51. Minute, also 3 Minuten später, direkt auch die Chance aufs 2-0. Das hat uns auch ganz häufig ausgezeichnet in dieser Saison, dass wir nicht nach dem 1-0 sagen, okay, das langt jetzt erstmal, sondern dass wir direkt aufs 2-0 gehen. Selbst wenn du dann irgendwie Gefahr läufst, natürlich, wenn du jetzt weiter nach vorne spielst, in gewissem Maße Gefahr läuft, dir dann wieder einzufangen, was auch häufig in der Vergangenheit häufig genug passiert ist. Aber der VfB probiert es trotzdem. Hat dann leider nicht geklappt, aber auch das finde ich beeindruckend, dass wir nicht nachlassen, sondern direkt auch wirklich das Spiel zumachen wollen. Und das ist uns häufig gelungen, manchmal auch nicht. Gegen Köln beispielsweise ist es uns nicht gelungen, aber hier hatten wir auf jeden Fall die Chance dazu und am Ende hat es zum Glück auch gereicht. Und der VfB wurde dann auch immer dominanter. Das hat er dann, glaube ich, auch wieder mit dem Demirovic nach dem Spiel gesagt, dass dann der VfB einfach zu gut war. Ich finde so, den Demirovic finde ich sowieso geil. Also ich hatte ja schon nach dem Hinspiel sehr voll des Lobes. Ich glaube, das ist der große VfB-Fan in Augsburg, oder? Ja, definitiv. Also das war einfach einfach souverän. Ich gehe das gerade auch nochmal so durch, dass du hattest, sie haben es einfach wunderbar gemacht. Also Augsburg hatte keine Chance eigentlich. Keine. Ja. Nee, also es ist auch so, deswegen, also ich habe mir auch keinen mehr euch hier aufgeschrieben. Gab es noch viele Wechsel. Underf hatte nach 35 Minuten noch eine Chance, dann gab es viele Wechsel. In der 71. kam dann Silas für Liebling und John für Führig. John ist dann direkt gelb nach der Entwicklung. Ja, stimmt. Augsburg dann mit Engels für Breithaupt und Michel für Dorsch und im Doppelwechsel im 75. Babu und Jago sahen dann gelb. Einmal nach einem Check gegen Mittelstädt von Babu und Jago, der auch in einem Zweikampf
sich eine holte. Insgesamt fand ich aber, es war auch ein recht unaufgeregtes Spiel. Also wie alles irgendwie war alles entspannt. Also auch die Patrick Itterich war ja Schiedsrichter und zum Glück müssen wir dieses Mal nicht über den Schiedsrichter reden. Ich fand also auch Schiedsrichterleistung war genauso unaufgeregt wie der Rest vom Spiel eigentlich, oder? Kann man so sagen, auf jeden Fall. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass Patrick Itterich mir da irgendwie negativ aufgefallen ist. Er hat es eigentlich auch, so wie es der VfB gespielt hat, sehr souverän, sehr unaufgeregt, so wie du es gerade gesagt hast, durchgezogen. Und das ist ja dann auch immer positiv, wenn man nicht viel über den Schiedsrichter sagen muss. Also er war da, die gelben Karten kann man geben. Das ist in Ordnung aus meiner Sicht. Und da war jetzt eigentlich nichts dabei, wo man irgendwie drüber arg diskutieren müsste. Also ja, es, nach dem 1-0 war eigentlich das Spiel dann auch so ein bisschen durch. Also die Wechsel sind ja dann auch so ein bisschen verpufft von Augsburg. Haben ja dann nochmal mit Michel einen neuen Stürmer gebracht. Da ist mir jetzt auch irgendwie nichts in Erinnerung geblieben, wo ich dann einfach auch nochmal Bedenken gehabt hätte im Spiel, dass das negativ irgendwie noch ausgehen könnte. Also das ist eben wirklich das Gefühl, was dann auch die Mannschaft einem vermittelt, die Körpersprache, wie sie einzelne Aktionen durchführen und dass sie sich dann eben auch nicht von solchen kleinen Nicklichkeiten wie so einem Bodycheck dann auch irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Also wirklich richtig gut. Ja, fand ich auch. Beim VfB kam dann noch Ruho für Undav und Karasor, dann doch noch für Mio. Das war auch ganz klar Absicherung der Führung. Und natürlich dann auch um Undav und Mio dann auch noch ein bisschen Pause zu gönnen. Und eine große Chance hatte Silas noch, dem aber der Ball dann etwas verspringt in der 87. Minute. Und ja, damit war das Spiel aus. Also es war auch, es war einfach ein entspanntes Spiel. Ich habe auch fast die Nachspielzeit fand ich, die ging auch so schnell rum. Ich stand dann und dachte, oh, wie lange ist denn noch? Dann hat er schon abgepfiffen und Ja, also es war entspannt in Augsburg. Ein echt entspannter Freitagabend. Muss ich auch sagen, das einzige Nervige war ein bisschen die Rückfahrt, weil ich es natürlich ein bisschen weiter hatte. Ich war um 5 Uhr morgens im Bett am Samstag. Das war schon ein bisschen anstrengend. Aber gut, das macht man nicht alles für den 22. Saisonsieg. Und wir können auch mal kurz auf die Meinungen zum Spiel blicken. Die sind auch überschaubar, weil es halt echt, es ist einfach schön. Wir müssen uns am 33. Spieltag nicht bibbern, nicht zittern. Wir haben nur positive Ziele vor Augen. Wahnsinn. Also die Martina schreibt, 70, in Worten 70 Punkte, damit wirst du normal locker Meister. Aber sei es drum, wir spielen nächste Saison Champions League und das, obwohl wir ursprünglich eigentlich nur eine Saison ohne Abstiegskampf haben wollten. Danke Sepp, danke Jungs, danke VfB. Der Dieter Jakob schreibt, zum Spiel verdient und absolut souverän. Und der Oliver Blau schreibt, Weltklasse, unsere Jungs vom VfB. Der Michael Bartenwerfer sagt auch, es war sehr souverän und abgezockt runtergespielt. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut mit dem abgezockt. Der FW und FW-93 schreibt, ein toller, souveräner und verdienter Sieg im Stil einer Spitzenmannschaft. Platz 3 nur sicher, Leipzig abgängig. Genau, Tabelle kommen wir gleich noch drauf. Und egal, was die Bayern morgen machen, ein letzter Spieltag mit Chance auf Platz 2. Damit wird der Punkt gegen Heidenheim vielleicht enorm wichtig. Ja, das habe ich da auch immer so gedacht. Und das ist halt auch wie mit der Spitzenmannschaft. Ich meine, wir sehen das bei Leverkusen in jedem verdammten Spiel, wie die irgendwie hinten raus dann noch zumindest nicht verlieren. Und der VfB kann auch eine insgesamt überschaubare Leistung zeigen. Also sie haben ja Augsburg jetzt nicht an die Wand gespielt und trotzdem einfach dieses Spiel gewinnen und die 3 Punkte mitnehmen. Und das ist schon in der Saisonphase, wo es eigentlich um nicht mehr so wahnsinnig viel geht. Also klar, die machen sich es halt noch heiß wie die Vizemeisterschaft, aber es ist nicht mehr so der große Druck. Finde ich das schon stark, so einen Sieg runterzuspielen, oder? Das ist absolut stark. Das ist vor allem auch, ja, diese Lust. Ich glaube, die Jungs haben einfach, und das ist, glaube ich, mit das Allerwichtigste, auch in diesem harten Geschäft Bundesliga, die Jungs müssen Bock haben zu kicken. Und genau diese Lust am Spiel, die verkörpern sie einfach. Und dadurch, gepaart dann eben mit dieser guten Mannschaftszusammenstellung, mit dem Trainer, der perfekt zu dieser Mannschaft passt, hast du dann eben genau diese perfekte Symbiose, die der VfB, die auch Bayer 04 Leverkusen hat. Das muss man ja auch mal nochmal hier neidlos anerkennen. Das ist ja auch einfach unglaublich, was die spielen. Und da ist es eben genau, sind es ähnliche Faktoren wie beim VfB auch. Nochmal, sage ich mal, eine Spur drüber,
weil das ist einfach, ja, nochmal vielleicht ein bisschen mehr Qualität, natürlich auch bessere finanzielle Möglichkeiten, aber nur Geld alleine schießt keine Tore, das ist einfach so, das hat man an genug Beispielen schon gesehen, das muss ja dann auch einfach passen und dementsprechend ist das, ja, dieses Spaßding, diese Lust am Spiel, dieses Bock drauf haben zu kicken, wie es auch, ja, so ein Dennis Undaff ist da, glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür. Das ist ein Junge, der ist auf den Bolzplätzen groß geworden. Da gibt es auch einige gute Interviews von ihm dazu, wo er dann auch bei verschiedenen, ich sag jetzt mal, Influencern, Twitch-Stars zu Gast war, wo ja, er dann der auch. Der ist ganz schön viel unterwegs, ne? Ich habe es auch gesehen. Der macht ganz schön viel in der Richtung. Ja, aber das ist ja auch einfach ein sehr authentischer Gesprächspartner. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, für einen Podcast darfst du dir einen VfB-Spieler aussuchen, ich würde Dennis Undaff nehmen. Ja, auf jeden Fall. Weil Dennis kommt vorbei. Also, ja, gerne. Jederzeit, also das ist einfach genau so ein Junge, der einfach Bock hat zu kicken, der gerade seinen Traum lebt, der jetzt höchstwahrscheinlich zur EM fahren darf und der einfach diese positive Energie, die er in sich trägt, die bringt er mit auf den Platz und so ist es bei vielen anderen Spielern in der Mannschaft auch und dadurch entsteht eben diese Souveränität, diese Sicherheit, zu wissen, hey, egal was ist und auch wenn es mal eine Niederlage gab in dieser Saison, egal, wir machen weiter, wir wissen, was wir können was Großes erreichen und das ist ja jetzt schon passiert und ob es jetzt der zweite oder der dritte Platz wird, das ist mir ehrlich gesagt vollkommen wurscht, weil die Mannschaft hat so, wie Spenno vom CC bei dieser Ansprache, wo Hoeneß auf dem Zaun war, treffend gesagt hat, ihr habt uns wieder den Spaß zurückgebracht. Und das ist einfach, das ist das Allerwichtigste. Und wir können viel sagen, dieses Geschäft ist dreckig, wissen wir alle. Aber trotzdem gehen wir dahin, weil wir Spaß haben wollen. Weil wir uns von unserem anstrengenden Alltag erholen wollen. Und wenn du dann so eine Mannschaft sehen kannst, mit solchen authentischen Charakterköpfen wie einem Dennis Undaff, mit solchen coolen Jungs auch wie einem Enzo Mio, so abgezockten wie einem Chris Führig und natürlich Serhou Guirassy, der sämtliche Rekorde, glaube ich, diese Saison gebrochen hat, die es zu brechen gab, dann macht es einfach wieder Spaß. Und ja, Spaß, 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 das ist einfach das Schöne. Ja, ja. Ja, damit sind wir eigentlich schon fast bei der Tabelle. Was ich noch ansprechen wollte, war die Stimmung im Gästeblock. Die fand ich phänomenal diesmal. Also abgesehen davon, von dem schönen Intro mit den Fackeln, war auch sonst durchgängig echt richtig gute Stimmung, obwohl das Spiel es jetzt nicht unbedingt hergab. Wie fandst du es? Da ging es mir auch genauso wunderbar. Die Pyro-Shows oder diese große Pyro-Show zu Beginn, dann immer mal wieder die Fackeln. Die haben das Ganze dann natürlich auch immer wieder angeheizt und du merkst einfach innerhalb der VfB-Fanszene, sieht man mal von den ganzen vereinspolitischen Querelen ab, da stimmt's einfach auch. Alle haben Bock auf diese Reise, die jetzt ansteht, auf diesen gemeinsamen Weg, der hoffentlich mit den meisten Protagonisten auch noch in der nächsten Saison weitergehen wird. Ja, und dann entsteht eben auch noch mal so ein Quäntchen mehr Leidenschaft, so noch mal dieser letzte Funke im wahrsten Sinne des Wortes, der dann überschwappt. Und das siehst du dann eben auch im Gästeblock an der Stimmung. Also ja, bombastisch, wirklich. Hat richtig Laune gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ein rundrum entspannter, gelungener Spieltag. 33. Spieltag für den VfB und das ist, so das sagen können, ist Wahnsinn. Blicken wir mal auf die Tabelle. Und auch das ist alles jetzt überschaubar. Natürlich, der VfB ist Tabellendritter, hat 70 Punkte. Ich habe in meinem Leben erst einmal erlebt, dass der VfB 70 Punkte holt. 74 zu 39 Toren. 74 Tore. Das ist auch absolut Wahnsinn. Ich glaube, das ist jetzt schon mit so viel wie die letzten 3 Jahre zusammen so gespielt. Wenn ich ganz, da kommen wir nicht ganz hin, aber total. 74 Tore. Also, ich kann mich schon an alle erinnern. Das war, also, ja. Mir fehlen die Worte bei so Statistiken. Und das sind ja nicht die einzigen. Wir sind 2 Punkte hinter den Bayern jetzt. Vor dem letzten Spieltag. Und 6 Punkte vor Leipzig. Das heißt, und das war dann, war uns aber auch schon klar, wenn wir in Augsburg gewinnen, sind wir auf jeden Fall mindestens Dritter. Leipzig spielt ja, glaube ich, am nächsten Tag unentschieden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oh, und, ja.
damit ist der VfB definitiv Dritter, was auch geil ist, dass du in den letzten Spieltagen eigentlich schon definitiv schon weißt, dass du Dritter bist und nicht Vierter, ja, und vor Leipzig bist. Und ja, es gibt am Samstag 15:30 gegen Gladbach zu Hause. Die Bayern spielen parallel in Hoffenheim. Also mir war ja schon klar, dass die Bayern nicht gegen Wolfsburg zu Hause verlieren. Für Hoffenheim geht's noch um was. Die stehen momentan, glaube ich, sogar auf dem 7. Platz und könnten sogar die Eintracht noch überholen, wenn ich das richtig sehe. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Bayern in Hoffenheim, in der Hölle des Kraichgraus, verlieren? Weil das müssten sie, damit wir auf Platz 2 springen können. Boah, schwierig. Also, ja gut, für Hoffenheim geht es ja dann auch noch so ein bisschen um was. Haben jetzt zuletzt auch gute Leistungen gezeigt. Sind auch ein sehr unangenehmer Gegner. Aber ich glaube schon, dass die Bayern jetzt auch noch mal einen versöhnlichen Abschluss hinlegen werden. Weil da sind ja auch viele Jungs dabei, die dann bei der EM noch mal auch zeigen wollen, was eigentlich in ihnen steckt. Und ja, die Bayern sind dann halt doch die Bayern, auch wenn sie jetzt da tragisch in Madrid ausgeschieden sind und das ganz große Ziel für diese Saison verpasst haben. Also aus ihrer Sicht sicherlich eine Saison auch zum Vergessen. Aber ich glaube schon, dass sie das, wie sagt man so schön heutzutage, ziehen werden, das Spiel. Also das sind sie dann einfach zu abgezockt, zu gut unterm Strich, wenn man ins Detail geht. Ja, aber ganz chancenlos ist es für Hoffenheim sicherlich nicht. Ja, interessant, dass die Hoffenheimer Konkurrenten ganz interessante Spiele vor der Brust haben. Freiburg spielt gegen Union, Heidenheim spielt gegen Köln. Das wird also durchaus spannend. Also es ist auch schön, ganz schön, sich mal den ganzen Abstiegskampf da unten aus sicherer Entfernung anzuschauen. Richtig, ich glaube, das wird tatsächlich das Spannende sein, wer da dann noch. Also ich drücke tatsächlich so ein bisschen aus alter Solidarität den Kölnern die Daumen, auch wenn es sehr, sehr schwer wird. Wäre einfach auch schade, wenn so ein großer Traditionsverein runtergeht. Das finde ich immer ein bisschen traurig dann auch, zumal Köln auch immer ein schönes Auswärtsspiel eigentlich ist. Ja. Also das wird, denke ich, dann auch für den einen oder anderen das Spannende dann auch sein am letzten Spieltag, wie da letztendlich die Entscheidungen fallen werden, weil das könnte sicherlich auch noch sehr tragisch werden. Ja, auf jeden Fall. Sind wir mal gespannt. Gladbach ist durch. Die haben mit dem 1:1 gegen Frankfurt den Klassenerhalt erreicht, könnten noch auf 12 springen oder auf Platz 15 abrutschen, aber das bringt ihnen alles nichts. Sind aktuell 13. mit 34 Punkten, 7 Siege, 13 Unentschieden, 13 Niederlagen, 56-63 Tore und vor allem, ich habe mal zurückgescrollt, die haben zuletzt dreimal in Folge unentschieden gespielt, die haben davor zweimal verloren, die haben Anfang April mal in Wolfsburg gewonnen und im Februar, Ende Februar gegen Bochum. Die sind die zweitschlechteste Rückrundenmannschaft der ganzen Liga. Nur eine Mannschaft ist noch schlechter in der Rückrunde gewesen, das war Darmstadt. Wenig überraschend. Also, ja. Die haben zwei Siege in der ganzen Rückrunde gezogen, die Gladbacher. Also eigentlich ist für den VfB alles angerichtet für einen schönen Saisonabschluss. Kommen wir auch gleich nochmal drauf auf das Spiel selber. Robin Hack, der ist uns noch gut in Erinnerung vom Hinspiel mit 10 Treffer, bester Torschütze. Honorar, 11 Assists, auch ziemlich gut drauf. Auch wenn man sich die Statistiken anschaut, die sind bei den Laufstatistiken nicht besonders gut, die sind aber auch jetzt nicht spitze bei Ballbesitz und Passspiel. Also ja, das ist, glaube ich, eine Mannschaft, das ist ein Umbruchsjahr für Gladbach gewesen und ich erwarte jetzt auch nicht, dass sie sich jetzt ausgerechnet gegen uns nochmal ein Bein ausreißen. Was mich noch interessiert, erstens, wie hoch stellst du die Wahrscheinlichkeit ein, dass es am Ende einen Platzsturm gibt und was würdest du von einem Platzsturm halten nach diesem Spiel? Ach, boah, schwierig. Tatsächlich habe ich mir da jetzt noch nicht so die Gedanken drüber gemacht. Blattstürme sollen ja immer was Spontanes sein, finde ich. Also die sind ja auch, das ist ja oft immer so ein Irrglaube, die gab es auch schon früher.
Also ja, wenn man sich mal so alte Bilder anguckt, nur da waren halt nicht so viele Leute im Stadion und da wurde das vielleicht dann auch medial noch nicht so ausgeschlachtet. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel guckt, als der VfB Mitte der 70er aufgestiegen ist, glaube in Trier war das, da gibt es auch ganz lustige Bilder, wie Dieter Hoeneß, Vater von Sebastian, da umarmt wird von Langhaarigen. Das war damals die Mode, VfB-Fans in Schlaghosen und Cowboy-Stiefeln, also von daher, das ist jetzt kein Phänomen der Neuzeit. Was eben ein Phänomen ist, ist diese Selbstinszenierung bei diesen Platzstürmen, was man ja jetzt auch zum Beispiel so ein bisschen letzte Woche in St. Pauli gesehen hat, wo sie aufgestiegen sind, wo ich auch den Eindruck hatte, klar, das ist schön, das ist toll, die meisten freuen sich dann natürlich auch, weil ihr Verein jetzt aufgestiegen ist, aber viele nutzen das dann eben auch, ein Selfie machen, da sagt jetzt kein Mensch was, wenn ich dann aber irgendwie ein TikTok-Live sehe oder Insta-Live oder eine ganze Story, wo dann 10.000 verschiedene Clips sind, dann muss ich schon sagen, muss das sein. Und dann ist ja auch dieser Grundgedanke irgendwo nicht mehr gegeben. Also ja, einerseits würde es mich natürlich freuen, weil es vielleicht nochmal so ein bisschen ein Ausdruck oder so eine kleine Freudenexplosion ist. Andererseits muss es aus meiner Sicht nicht sein. Aber du kannst es eh nicht verhindern. Also ich bin mal gespannt, ob der VfB da vielleicht dann nochmal irgendwie eine Ansage macht vor einem Spiel. War ja beim letzten Saisonfinale ähnlich, dass man einfach sagt, okay, war es das Saisonfinale? Nee, Hoffenheim. Ah doch, es war das Saisonfinale. Dass man einfach sagt, okay, bitte kein Blattsturm, wenn das Spiel positiv ausgeht. Jetzt ist es vielleicht auch nochmal eine andere Situation. Es gab ja dann jetzt auch schon die Szene mit Hoeneß auf dem Zaun, was vielleicht für viele dann auch nochmal so der Gipfel der Glückseligkeit war. Aber nochmal, du kannst es am Ende des Tages eh nicht verhindern. Bei den meisten Leuten sind es einfach die Emotionen, die dann durchgehen. Ich selber nehme mich da ja auch nicht raus. Ich bin einfach nur ein bisschen gegen diese Selbstinszenierung bei solchen Blattstürmen. Dass man dann Purzelbäume macht im Mittelkreis oder solche Dinge, das finde ich dann einfach. Da wird das Ganze dann auch ein Stück weit so als Freakshow missbraucht, um es mal drastisch auszudrücken. Und das finde ich dann einfach schade. Aber ja, letztendlich unterm Strich ist es natürlich schon auch was Schönes einfach, weil es eben dieser Ausdruck von Emotion und Glückseligkeit ist. Ja. Also ich hoffe, dass es keinen gibt, ehrlich gesagt, weil, also ich erinnere mich jetzt an 3 Platzstürme früher. Gab es keine Platzstürme, haben wir einfach Europapokal gespielt und das war normal. Und 2007 haben sie uns ja eingezäunt. Gegen Mainz damals, das war ein spontaner Ausbruch, kurz vom ersten Abstieg. Dann ich fand schon dieses Aufstiegsding gegen Würzburg, fand ich ein bisschen albern, weil für mich war dieser Aufstieg eigentlich nur die Korrektur eines Abstiegs. Und gegen Köln. Ich meine, wir reden heute auf am Legendotag, am 14. Februar, genau. 14. Mai, heute vor 2 Jahren. Wataru Endo zum Klassenerhalt. Jetzt köpft uns Wataru Endo zum Klassenerhalt. Und auch da, klar, das Emotionen, also wir sind ja alle komplett ausgerastet. Da kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja? Das war ja auch wirklich was Spontanes, weil du ja wirklich gar nicht mehr mit dieser Wendung vielleicht auch gerechnet hast. Da 82. Minute Moukoko und das hat sich ja dann auch wirklich so aufgebaut. Ja. Also du hast gemerkt, es gab so ein Gemauschel im Stadion rund und plötzlich alle haben gewusst, jetzt ist die Chance da, das Ding nochmal zu drehen, nochmal wirklich hier was Großes zu schaffen. Und dann war es am Ende einfach genau das, was ich gemeint habe, dieser spontane Ausbruch. Ja. Dieses wirklich einfach kein Halten mehr. War ich auch dabei, muss ich zugeben, weil es einfach komplett, ich habe da auch wirklich wie so einen positiven Weinkrampf gehabt, weil das einfach komplett dann, das ist dann so eine Spannung, die von dir abfällt und du denkst dir, wow, und dann äußert sich das eben in so einem Blattsturm. Ja, ja. Wobei ich muss auch ganz ehrlich, ich habe mir heute auch nochmal anlässlich dessen die Zusammenfassung angeschaut. Sobald dieser Blattsturm gezeigt wird und dieser Typ da an Endo und seiner Binde rumfummelt, muss ich den auch wieder ausmachen, weil das nervt mich jedes Mal, das macht mich so aggro jedes Mal, wenn ich diesen Typen sehe, der ihm dann die Binde vom Arm quatscht, ey, egal. Also auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ich hoffe, es gibt keinen Blattsturm am Samstag.
sondern wir können das einfach gemeinsam genießen. Sollten wir die Champions League gewinnen, dann könnt ihr gerne wieder alle auf den Platz rennen. Aber bitte lasst es am Samstag. Ich würde mich freuen, wenn wir es einfach mal. Weil das ist, ich finde es dann halt auch, also wir sind jetzt Champions League und selbst wenn wir Vizemeister werden, das ist mir zu sehr fabriziert dann irgendwie, keine Ahnung. Genau, das ist halt immer so ein schmaler Grat zwischen eben dieser Selbstinszenierung, bestes Beispiel eben dieser Depp, der da hingeht zu Endo und wirklich ihm die Binde da vom Arm reißt, die ist ja dann nachher auch bei eBay aufgetaucht, also naja. das ist dann wirklich, da geht es ja dann gar nicht mehr um dieses Feiern, um diesen Grundgedanke, sondern wirklich, jetzt habe ich mir noch ein Souvenir geschnappt und ich bin auch ehrlich, ich halte auch nicht viel davon, sich da so Rasen irgendwie auszuschneiden oder so, also wenn es glücklich macht, aber ich weiß nicht, ich finde das dann auch immer ein bisschen, oder da mit irgendwelchen Werbebanden dann raus zu spazieren, schwierig. Ja, genau. Gut, also, ich freue mich auf ein schönes Spiel. Und egal, wie es ausgeht, denke ich, werden wir einfach noch einen schönen Saisonabschluss feiern. Wer nicht dabei sein wird, sind beispielsweise Nico Nate, der hat zwar schon wieder trainiert mit der Mannschaft, aber ist noch nicht wieder einsatzbereit, denke ich. Sagadou fällt noch aus. Die Benedetto fällt noch aus. Joscha Wagnumann. Bin ich mal gespannt auf die PK am Donnerstag, ob der spielt. Und Roberto Massima war zuletzt auch mit muskulären Problemen raus. Und auch da sind wir mal. Schauen wir mal, wir werden ihn wahrscheinlich zumindest bei der Verabschiedung sehen, weil der wird ja definitiv gehen. Ob wir auf dem Feld nochmal sehen, weiß ich nicht. Kommen wir zu unserem zweiten kleinen Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns gerne auch eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts oder eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das hilft, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr uns bei YouTube hört oder zuschaut sozusagen, dann lasst doch gerne einen Daumen da für die Folge und aktiviert gerne die Glocke, dann werdet ihr immer auf neue Folgen aufmerksam gemacht, die wir auch bei YouTube hochladen. Ansonsten könnt ihr auch gerne so Leuten weiter sagen, dass es uns gibt. Erklärt den Leuten, wenn ihr das noch müsst, was ein Podcast ist und wie man den runterlädt. Da freuen wir uns, wenn wir neue Hörerinnen und Hörer finden. So, wir blicken noch auf die anderen VfB-Mannschaften und die drei Spieler zunächst, die Frauen des VfB, denn die sind Wirbel, WFV-Pokalsiegerinnen, gewannen am vergangenen Donnerstag, am Feiertag 3:0 gegen den SV Hegnach. Ihrerseits Regionalliga Zweite. Anja Selensky, Jana Beustand und Farah Jusufovic schossen den Pokalsieg heraus. Das bedeutet gleichzeitig, dass die VfB-Frauen in der kommenden Saison am DFB-Pokal teilnehmen. Das läuft bei den Frauen natürlich parallel zu den Männern. Die Landespokalsieger nehmen am DFB-Pokal teil. Und das ist schon ziemlich geil, dass wir, wenn wir dann hoffentlich in die Regionalliga aufgestiegen sind, auch gleich schon am DFB-Pokal teilnehmen. Und ich finde, Yannick, es ist schon ziemlich symbolhaft, wenn du als Oberligist, ein Regionalligist mit 3:0 abfertigst, oder? Was die Leistungsstärke der Mannschaft angeht. Ja, das ist es. Und vor allem, es ist halt auch so dieser erste Meilenstein in dieser doch noch jungen Geschichte der VfB-Frauen. Also Glückwunsch an die Mädels, haben sie wirklich gut gemacht, haben eine tolle Saison gespielt. Und ja, das ist einfach so dieser erste Weg nach oben für dieses Ziel, irgendwann dann mal wirklich in dieser, ja, vielleicht zweiten Bundesliga, dann aber auch in der Bundesliga zu spielen. Weil den Anspruch haben sie, glaube ich, auch. Und das ist jetzt eben dieser erste Meilenstein auf dem Weg dahin. Also da wirklich Glückwunsch, höchsten Respekt. Habt ihr gut gemacht, Mädels. Wirklich, richtig gut. Top. Ja, auf jeden Fall. Und halt auch der erste Titel oder mal wieder ein Titel für den VfB. Und dann ging es noch am Wochenende weiter mit dem 20. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg und da ging es eigentlich weiter wie immer. Ein 6:0 feierten die VfB-Frauen beim FV Niefern. Mandy Islacker traf zum 9. und zum 10. Mal in dieser Saison. Anna-Sophie Fliege mit ihrem zweiten Saisontreffer. Sophie Geigen zum 5. Mal. Jana Bollstein baut ihr Torkonto auf 21 aus und Laureta Temay mit dem 8. Saisontreffer. Und damit ist der VfB weiterhin der Tabellenführer mit 57 Punkten, hat weiterhin 2 Punkte Vorsprung vor Verfolger Sand 2. Das nächste Spiel findet jetzt nicht am kommenden Wochenende statt, sondern am 26. Mai um 14 Uhr. Dann geht es im Derby gegen Waldebene Stuttgart, die Tabellenvierter sind und auch letzte Saison ja schon so ein kleiner Stolperstein waren für die VfB-Frauen. Ich hoffe, dass es dazu diesmal nicht kommt. Und dann kommt es am 2.6. zum Showdown um 14 Uhr beim SC Sand 2. Das ist dann das Spiel, was wahrscheinlich über den Aufstieg in die Regionalliga entscheiden wird. Und ich hoffe, dass wir es dann für uns entscheiden werden. Und um den Aufstieg geht es
erfreulicherweise auch noch bei VfB 2. Der gewann nämlich 3:1 gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Dejan Galdi mit seinem 20. Saisontreffer, Benny Buakshi mit seinem ersten und Raul Paula auch schon mit seinem 15. Saisontor schlossen diesen Sieg raus und zumindest eine Zeit lang war der VfB wieder mit Tabellenführer. Dann trafen aber die Kickers noch. Das heißt, VfB ist jetzt Zweiter mit 62 Punkten, ein Punkt hinter dem Tabellenführer Stuttgarter Kickers und zwei Punkte vor Hoffenheim 2. Und das nächste und auch das letzte Spiel in dieser Saison findet am Samstag um 14 Uhr statt, parallel, fast parallel zum Bundesligaspiel, aber nicht in Schliens und nicht auf der Waldau, sondern in Reutlingen. Die Gründe sind, glaube ich, diverse. Schliens ist, glaube ich, organisatorisch schwierig, diese beiden Spiele irgendwie sich überschneidend stattfinden zu lassen in Balkanstadt. Das Gazi-Stadion auf der Waldau ist, glaube ich, schon für die EM in Beschlag genommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Schliens irgendwie auch. Also auf jeden Fall spielt da die EM schon rein. Und genau deswegen spielt der VfB 2 in Reutlingen. Und die Kickers spielen in Homburg beim Tabellensechsten. Also wird spannend auf jeden Fall. Ich meine, grundsätzlich sind zweite Mannschaften dann auch gerade in der dritten Liga, wo du ja richtig große Traditionsvereine auch nächste Saison hast. Also Essen wird nicht aufsteigen, Dresden wird nicht aufsteigen. Und dann hast du halt so einen VfB 2, der halt bei uns auch nicht von... Duisburg ist abgestiegen, genau, darf man auch nicht vergessen. Ja. Genau. Aber dann hast du halt einen VfB 2, der halt dann auch auswärts halt von, keine Ahnung, ein paar hundert Leuten nur begleitet wird und nicht wie... Wenn überhaupt, ja. Ja, genau, in Dortmund fahren die ja mit Tausenden von Leuten teilweise zu den Amateuren und bei uns eben nicht. Also ich finde, für unsere Talente wäre es schon gut, wenn du halt dritte Liga spielen kannst, halt bist du einfach näher am Profifußball dran, was die Entwicklung angeht. Grundsätzlich, ja, ist es schwierig mit zweiten Mannschaften in der dritten Liga. Also in der Regionalliga ist es schon schwierig, das siehst du auch jetzt wieder, wer da vorne steht, Hoffenheim 2, Stuttgart 2. In der dritten Liga ist es noch kritischer, finde ich. Auf der anderen Seite, wenn das System so ist, dann möchte ich natürlich auch, dass die zweite vom VfB so hoch spielt, wie es geht. Wie siehst du es? Ja, das ist tatsächlich bei mir auch so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits bin ich da bei der Argumentation ganz bei dir. Es ist halt einfach so, wenn ich jetzt sehe, ein MSV Duisburg steigt ab, wirklich ein ganz, ganz großer Traditionsverein. Mhm. Also da fühle ich gerade wirklich mit den Duisburgern, weil das ist wirklich schlimm. Das ist ein Bundesliga-Gründungsmitglied. Ich habe sie selber auch noch in der Bundesliga erleben dürfen, ja. War gerade so in den 90ern auch ein Team, was immer zu kämpfen hatte, aber immer eigentlich auch so ein Bestandteil war. So neben den großen Ruhrpott-Clubs Schalke Dortmund eigentlich so der dritte, vierte Club, wo du gesagt hast, mit Bochum zusammen, hey, die kommen auch aus dem Pott, viel Tradition, tolle Fanbase. Und ja, dann kommt jetzt eben so ein zweites Team hoch, wie du schon richtig sagst, was natürlich auch einen finanziellen Vorteil hat, was aber natürlich fantechnisch schwierig ist. Du bringst halt kaum Leute mit, weil eben auch oft die Spiele parallel zur ersten Mannschaft stattfinden. Ist ja selbst bei den Heimspielen dann oftmals so, dass du abgesehen von wenigen Ausnahmen nicht mehr wie 500 Zuschauer hast. Mhm. Ich wäre da eigentlich auch tatsächlich dafür, dass man da irgendwie, es gibt es wohl in anderen Ländern, dass man so eine eigene Liga dann vielleicht macht für diese zweiten Mannschaften. Aber klar ist natürlich auch, wir können dem Stadt, und jetzt komme ich zur anderen Sicht, um da den Bogen zu spannen, wie gesagt, das wäre so ein Vorschlag, eine Idee, das umzusetzen ist natürlich schwierig, keine Frage, aber die Regularien und jetzt eben der Bogen auf die andere Seite, wie du schon gesagt hast, geben es eben vor und wenn die Möglichkeit besteht, den großen Stadtrivalen, der ja auch nicht müde wird, immer wieder gegen uns zu sticheln, das ist halt nun mal so, das sind die zwei großen Vereine in Stuttgart, dann dem da so ein bisschen in die Aufstiegssuppe zu spucken. Naja, letztendlich bin ich ein Roder durch und durch. Das bist du, Lennart, das sind wir alle. Und die Kickers wird es genauso freuen. Also von daher sage ich ja. Wie gesagt, die Argumentation mit den zweiten Mannschaften brauchen wir nicht drüber reden, haben wir gerade getan. Brauchen wir nicht mehr noch dazu sagen. Aber so wie die Regularien jetzt sind, Status quo ist so, wir können mit unserer zweiten Mannschaft in die dritte Liga aufsteigen und unserem Groß- und dem Stadtrivalen so ein bisschen da
ja, in die Suppe einfach spucken. Das ist toll, das aus, also toll, in Anführungsstrichen, das ist einfach das, wovon auch der Fußball dann lebt, Rivalität. Und ja, möge der Bessere es schaffen, ganz einfach. Ja, also, ja, alles. Der Druck ist, glaube ich, ganz klar bei den Kickers, weil die wollen hoch, die müssen wahrscheinlich auch hoch. Die haben jetzt einfach auch eine tolle Saison gespielt als Aufsteiger, muss man auch neidlos anerkennen. Und wollen jetzt einfach dieses große Ziel auch erreichen, nach Jahren der Abstinenz da wieder in den Profifußball zurückkehren. Ja. Ja, und haben aber auch nur von den letzten 4 Spielen auch nur 1 gewonnen. Da muss man auch dazu sagen. Ja, ja. Da geht, glaube ich, gerade auch ein bisschen die Nervosität los. Aber ja, das wird ein Showdown. Spannender wie wahrscheinlich wie das Bundesligaspiel. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, auf dem Handy dann zu verfolgen. Und ja, drückt natürlich unseren Amateuren die Daumen. Ganz klar. Also bitte nicht falsch verstehen. Es ging jetzt hier einfach nur um diese Geschichte mit den zweiten Mannschaften. Ja. Natürlich bin oft zu Gast bei den Amateuren und bin da auch gerne, weil ich finde auch, das ist einfach noch so ein bisschen touristischer Fußball auch. Und ja, dritte Liga dann auch mal ganz interessant. Hast dann auch natürlich schöne, namhafte Gegner, die dann auch mal wahrscheinlich meistens dann auf der Waldau zu Gast sind, weil im Schliens wird schwierig, wenn dann Dynamo Dresden kommt. Aber ja, nee, schauen wir mal. Wird spannend auf jeden Fall. Ja. Gut, die U19 hat auch noch gespielt. Und zwar hat sie das Finale des WV-Pokals leider verloren im Elfmeterschießen gegen Ulm, die A-Jugend-Oberliga spielen, muss man noch dazu sagen. Also Klassen tiefer waren Kenny Fressle, Lauri Penner, Jasinio Mananga und Elton Krasniki trafen in der regulären Spielzeit und dann ging eben das Elfmeterschießen verloren, was passieren kann. Dafür wurde der 26. Spieltag der A-Junioren-Bundesliga und damit der letzte Spieltag wesentlich erfolgreicher bestritten. 7:2 hieß es am Ende gegen Bayern München. Eliot Buyupi mit den Saisontoren 13 und 14. Carlo Curani mit einem Viererpack, nämlich dem 6., dem 7., dem 8. und dem 9. Saisontor. Und schließlich noch Christopher Olivier mit seinem ersten Saisontreffer trafen für den VfB. Der VfB schließt jetzt die A-Junioren-Bundesliga als Dritter von 14 Mannschaften mit 48 Punkten. Und was im Pokalfinale nicht gelang, gelang dann eben über die Liga. Der VfB ist Dritter und qualifiziert sich damit als eine der ersten 4 Mannschaften für den A-Junioren-Pokal in der kommenden Saison. Die U17 hat ihre Saison schon beendet. Da liefen ja schon die Endrundenspiele. Und jetzt blicken wir noch ganz kurz auf unsere Leihspieler. Ömer Beyaz hat 2:1 gewonnen beziehungsweise hat er jetzt Sport 2:1 gewonnen gegen Ankara Gücü, übrigens mit Federico Macheda. Ich weiß nicht, ob dir der Name noch was sagt. Ist auch schon lange her. Sagt mir was. 10 Jahre her, glaube ich. Von United, oder? Genau. Spielt mittlerweile in Ankara. Hatayspor ist der 17. von 20 Mannschaften in der Liga mit 37 Punkten. 1 Punkt Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Gedia saß 90 Minuten auf der Bank beim 2:1 von Legia Warschau gegen Lech Posen. Legia ist das 3. von 18 Mannschaften in der Extraklasse, kann nicht mehr Meister werden, aber hat noch gute Chancen auf den Europapokal. Wahid Fagir wurde nach 36 Minuten eingewechselt und holt sich noch eine gelbe Karte beim 0:3 von Elversberg gegen Nürnberg. Nürnberg hat, glaube ich, damit auch den Klassenhalt klar gemacht. Und Elversberg ist ja schon lange gerettet, ist 11. in der zweiten Liga mit 43 Punkten. Thomas Castanaras hat mit dem SSV Ulm weitergewonnen, wurde spät eingewechselt beim 2:1 gegen Dortmund 2. Und Ulm ist weiter in der Tabellenführung und wird auch bleiben in der dritten Liga mit 74 Punkten. Jovan Milosevic wurde in der 62. Minute eingewechselt beim 1:1 von St. Gallen gegen Servette Genf. Die sind jetzt 4. von 6 in der Meisterrunde mit 54 Punkten. Es sind noch 3 Spiele zu spielen. Auch da bestehen auch Chancen auf Europa für den FCSG. Nicht nach Europa geht es vermutlich für Perea mit Hansa Rostock, sondern vielleicht sogar in die dritte Liga. Rostock ist der 17. in der zweiten Liga mit 31 Punkten und die können am letzten Spieltag höchstens noch Wien Wiesbaden vom Relegationsplatz verdrängen oder sie können direkt absteigen. Und bei diesem 1:2 auf Schalke spielte Perea noch 23 Minuten, wurde nach 36 Minuten dann entsprechend eingewechselt und Luca Pfeiffer, der war beim 0:6 von Darmstadt gegen Hoffenheim 90 Minuten auf der Bank, was auch sehr aussagekräftig ist, finde ich. Und Darmstadt ist bekannterweise schon lange abgestiegen aus der Bundesliga. Mosanko schließlich hat erneut hingekriegt, mit seinem Verein gegen einen direkten Konkurrenten richtig die Bude voll zu bekommen. Letzte Woche war es Waalwijk, die 5:0 gewonnen haben gegen Almelo, jetzt war es Excelsior Rotterdam, die auch hinter denen in der Tabelle stehen, die auch 4:0 gewonnen haben gegen Almelo.
Aber die sind trotzdem 14. und haben 3 Punkte Vorsprung bei noch einem Spiel. Sind wohl damit auch gerettet, auch wenn sie sich das nicht mit Ruhm bekleckert haben. Gut, wir sind fertig mit der Folge. Janik, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Ja, sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer die Erinnerung, registriert euch bei der DKMS. Wir werden nach Gladbach noch eine Folge aufnehmen. Vielleicht machen wir danach auch noch einen Saisonrückblick. Das müssen wir mal schauen. Und was wir in der Sommerpause machen, auch das. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. Wir müssen natürlich auch ein bisschen uns entspannen, so wie wir schon in Augsburg getan haben. Denn die kommende Saison wird nicht nur für den VfB ein Tanz auf drei Hochzeiten, der auch kräftezehrend ist, sondern auch wir wollen natürlich das entsprechend begleiten, regelmäßig über die Spiele sprechen. Das wird spannend mit so vielen englischen Wochen. Müssen wir nochmal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall ist das erstmal Zukunftsmusik an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören in dieser Woche und bis nächste Woche. Ciao. Ciao, servus.